Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing zur Frage, ob und wie weit Forscher, Ingenieurinnen und Autohersteller in Europa den chinesischen Konkurrenten wirklich hinterherhinken, was die Europäer vielleicht sogar besser können und wie sie da, wo sie zurückliegen, wieder aufholen können. Vielleicht kann man ja sogar von China lernen. Warum auch nicht? Chinesen haben ja auch von Europäern gelernt. Bevor wir anfangen, noch schnell der Hinweis: Ihre Fragen schicken Sie bitte in den Fragen- und Antwort-Channel, damit wir uns alle hier auf das Gespräch konzentrieren können. Eine Kollegin von mir sortiert Ihre Fragen und stellt sie mir hier dann zu. Ich stelle sie dann hier bei uns im Gespräch. Ein Mitschnitt des Gesprächs, das wir hier führen, können Sie kurz nach dem Ende unter dem Link finden, den wir Ihnen in der Einladung zugeschickt haben. Dann finden Sie dort auch kurz danach ein vorläufiges Transkript. Das vollständig redigierte kommt morgen im Laufe des Vormittags. So, dann lassen Sie uns mal anfangen. Wir haben heute bei uns hier drei Wissenschaftler, drei Ingenieurwissenschaftler, die alle bei Herstellern gearbeitet haben, auch vor ihrer akademischen Laufbahn oder aber die eigenen Unternehmen gegründet haben, die zum Teil auch in China gearbeitet haben und somit uns ein bisschen was auch erzählen können aus ihrer Einschätzung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den chinesischen Entwicklungen und den europäischen Entwicklern? Als erstes möchte ich da heute mal dem Alphabet von hinten anfangen und Herrn Peters bitten, Steven Peters. Er ist vom Fachgebiet der Fahrzeugtechniker. Sein Schwerpunkt ist dabei die Automatisierung, das heißt, das sind Assistenzsysteme, Software und KI. Vor seiner akademischen Laufbahn an der Technischen Universität Darmstadt hat er einige Jahre bei Mercedes die KI-Forschung geleitet. Herr Peters, wie schätzen Sie denn auf Ihrem Gebiet die Stärken der chinesischen Ingenieure und der Hersteller ein und wo liegen die Stärken der Europäer? Ja, vielen Dank. Zunächst mal möchte ich ein klares Statement platzieren gegen jede Schwarzmalerei. Also es ist natürlich so, dass die chinesische Wissenschaftscommunity und auch die chinesischen Unternehmen in allen relevanten Technologien mittlerweile ganz vorne mitspielen. Also das ist nicht nur im Auto so, das gilt, soweit ich es beurteilen kann, auch in ganz vielen anderen technischen Themen. Das liegt zum einen daran, dass sie mittlerweile exzellente Universitäten haben und natürlich auch für Innovationen sehr, sehr viel Geld bereitstellen. Konkret jetzt für die Fahrzeugtechnik heißt das, wenn wir über Assistenzsysteme reden, würde ich ganz klar sagen, sind die klassischen Hersteller, und das sind neben den deutschen auch die japanischen und koreanischen, teilweise auch die amerikanischen, klar führend. Wenn es um die Vollautomatisierung hingegen geht, also technisch reden wir dann von Level-4-System, umgangssprachlich eher von Robotaxis, dann sind das mit Sicherheit die chinesischen Player, Beispiel Baidu. Und in den USA dann ein Waymo, die Tochter von Alphabet, die hier weit vorne sind. Das hat aber auch einen Businessgrund, denn in Europa macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, Robotaxis zu betreiben. Wir haben einen relativ guten ÖPNV und für die klassischen Hersteller ist das überhaupt kein Business, ein Robotaxi zu verkaufen. Deshalb sind wir, denke ich, und das kann man schon auch mit Beispielen belegen, im Gespann mit den USA absolut führend bei Level 4 im Lkw-Bereich. Also sowohl nur als Beispiele Aurora, eine amerikanische Firma, die mit Continental hier sehr weit ist, deutscher Systemlieferant, und Daimler Truck mit seiner US-Tochter, die ihm aber zu 100% gehört, im Bereich automatisiertes Lkw-Fahren. Das heißt, Assistenzsysteme und Level 4 Automatisierung ist Deutschland sehr, sehr stark, aber immer im internationalen Verbund. Was sind die typisch deutschen Stärken, auch wenn ich an unsere Ingenieure denke, die wir ausbilden? Gerade ein schönes Zitat gehört von einem, der wirklich bei vielen Unternehmen weltweit in dem Bereich Assistenz und Automatisierung tätig war. Sobald es um Absicherungsverfahren und Methoden geht, würde er immer einen Deutschingenieur einstellen, egal wo. Das fand ich sehr schön und das wollte ich hier teilen. Also Sicherheitsseite, Fahrdynamik und wie gesagt, die Assistenzsysteme sehe ich ganz klar noch in Deutschland. In China haben wir den Riesenvorteil, dass es sehr, sehr viele auch KI-Innovationen gibt. Es gibt sehr, sehr viele Daten, die teilweise auch vom Staat gesammelt werden und die Unternehmen auch nutzen können. Und natürlich, ich glaube, da haben wir es der Kollege gleich noch viel ausführlicher beschreiben können, im Bereich Batteriezellen hat China alle Rohstoffe 10 Jahre lang mindestens voll investiert. Und ich glaube, bitte korrigieren, dass 80% der Batterien, die gerade in Autos weltweit gehen, aus chinesischer Produktion stammen oder von chinesischen Herstellern. Und wenn wir darüber sprechen, dass jetzt die Chinesen offensichtlich eine sehr starke Affinität zu chinesischen Herstellern haben, das ist aus meiner Sicht keine große Überraschung. Die bauen mittlerweile sehr gute Autos und dass die Locals für die Locals noch eher den Geschmack treffen, ist, glaube ich, auch
nicht so überraschend. Ich glaube, es ist ein heilsamer Schock auch für unsere Industrie, denn wir müssen uns etwas emanzipieren vom chinesischen Markt, sonst sind die Risiken einfach zu groß. Also ich setze da auch eine große Hoffnung auch auf Indien, um uns auch marktseitig etwas mehr zu differenzieren und zu diversifizieren. Nicht nur technologisch, also technologisch sage ich ganz klar, wir brauchen Batterien, aber wir brauchen genauso weiterhin auch Verbrenner mit E-Fuels. Aber auf Marktseite brauchen wir neben China auch ganz dringend Indien, die zum Glück jetzt kommen. Vielen Dank, Herr Peters. Der nächste bei uns in der Runde ist Simon Lux. Er ist Chemiker und sein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Batteriezellen an der Uni Münster. Vor Ihrer akademischen Laufbahn waren Sie bei BMW und haben dort und in den USA Zellen entwickelt und waren unter anderem verantwortlich für die Sicherheit der Traktionsbatterien. Neben Ihrem Lehrstuhl gehören Sie zum Leitungsteam der Batterieforschungsfabrik in Münster. Und meine Frage, Sie kennen sie ja nun so, wie schätzen Sie auf Ihrem Gebiet die Stärken der chinesischen Hersteller ein und die Stärken der Europäer? Ja, das ist eine interessante Frage. Und in jedem Feld ist es etwas anders. Aber in dem Feld der Batteriezelle ist es ganz klar zu sagen, über die 5-Jahrespläne und die Steuerung der Industrie in diese Richtung haben die chinesische Regierung einfach einen Startschuss schon vor 10, 15 Jahren losgetreten, der dann unglaubliche Ressourcen losgetreten hat. Wir reden, Professor Peters hat über Exzellenz geredet. Es gibt exzellente Universitäten in China. Es gibt aber auch unglaublich viele Universitäten in China. Und wenn man sich anschaut, wie weit Firmen wie CATL, BYD sich zuerst einmal ein Ingenieursteam unter der Führung von vielleicht 60, 70, 80 internationalen Doktoranden oder Personen, die sich aus der USA wieder nach China zurückgeholt haben, aufgebaut haben und dieses Team jetzt immer weiter wächst, die Expertise der ersten Jahre der Massenproduktion reingeht, ist das, wo China im Moment klar im Vorteil ist. Einfach eine Anzahl der Ressourcen, Anzahl der Ingenieure, die sie auf ein Thema werfen können. Und das zweite Thema ist, was wir in Europa in den letzten Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten, etwas vernachlässigt haben, ist die vertikale Integration. Viele große Firmen sichern sich über Lieferverträge, Teile ihrer Rohstoffe, Teile ihrer Ketten, Teile ihrer Teile, die sie einkaufen. Aber keine geht so weit wie BYD oder auch CATL. Bis hin zu den Anteilen an den Minen, Anteilen an den Verarbeitungsgesellschaften, sogar Anteilen an den Schiffen, die die Rohstoffe zwischen den einzelnen Bereichen und her transportieren. Diese vertikale Integration ist im Moment ein Alleinstellungsmerkmal der chinesischen Batteriezellhersteller. Soweit sind weder die Koreaner noch ganz zu schweigen von dem Rest der Batterieindustrie. In Nordamerika gibt es erste Ansätze für diese vertikale Vollintegration, aber die sind auch noch in den Kinderschuhen. Wo sind jetzt die Stärken? Den Standort Europa darf man noch lange nicht abschreiben. Quantität ist nicht Qualität. Wir haben exzellente Ingenieure, wir haben exzellente Ideen. In den Innovationen pro Kopf sind wir meiner Meinung nach noch immer weit vorne und wir können in Europa Innovationen machen und die Stärke, und da kann ich auch nur dem Professor Peters sekundieren, ist auch in der Genauigkeit und Gründlichkeit der deutschen Ingenieure. Absicherung, Entwicklung, wirklich etwas bis zur vollen Reife bringen, bevor es auf die Straße oder ins All fliegt, das machen nicht viele Nationen. Die meisten hören bei 96, 98, 99% auf. Da sind wir in Deutschland und auch in Österreich, für mich als Österreicher, weit vorne und können dieses Know-how auch einsetzen. Nicht umsonst sind viele der Testkapazitäten der besten Ingenieure, die weltweit beraten, in Deutschland und Österreich oder in Mitteleuropa zu Hause. Vielen Dank, Herr Lux. Ich darf Sie noch mal kurz erinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Fragen haben, Sie können auch gerne jetzt schon Ihre Fragen stellen, falls Ihnen schon was auf der Seele liegt. Während ich jetzt Herrn Kampka vorstelle, Achim Kampka, seines Zeichens Produktionssystematiker, und sein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Batteriesystemen und die Produktion von Antriebsstängen. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch im Zusammenhang mit dem Street Scooter. Das war dieses kleine Elektroauto, was die Post ja irgendwann gekauft hat. Er hat das Startup dazu mitgegründet, zusammen mit einem Kollegen aus Aachen. Seit 2019 hat er dieses Startup wieder verlassen. Er hat
auch in China immer wieder gearbeitet und zählt ebenfalls zu den Institutionsleitern der Batterieforschungsfabrik Münster. Und ja gut, ich muss die Frage nicht wiederholen, Herr Kamka, wie sehen Sie das? Stärken und Schwächen der chinesischen und der europäischen Hersteller? Ja, so als Letzter in der Reihe ist ja immer schwierig, nichts zu wiederholen, aber ich werde die bereits gesagten Dinge eben nicht nochmal anpacken. Was ich nochmal herausarbeiten möchte, was ich auch vor Ort in China immer wieder kennengelernt habe, ist eine exzellente Mischung aus Pragmatismus, also Dinge wirklich anzustoßen in einer extrem hohen Geschwindigkeit über die verschiedenen Branchen, die mich wirklich immer wieder staunend zurückgelassen haben. Und da spielen viele Dinge rein, bisschen, dass wenn der Staat wirklich was will, ne, der Einzelne vielleicht nicht nichts zählt, aber sehr wenig, was zum Beispiel im Straßenbau, und das überträgt sich aber auch viele andere Dinge, also wenn was für richtig gehalten hat, wird es durchgezogen, also in einer unglaublichen Konsequenz und Geschwindigkeit über die letzten Jahrzehnte schon. Und dann natürlich mit einer schieren Menge, ne? Also viele Dinge sind schon angeklungen. Wenn ich mal gucke, wie viel Ingenieure oder Ingenieursstudenten es in China geht im Vergleich mit uns. Das ist der eine Punkt. Dann gehen wir mal rüber zu uns. Lange Zeit sind wir mit sehr großen Überheblichkeit, und die spüre ich immer noch an vielen Stellen, mit China umgegangen. So, die können nur kopieren, die können nichts, und ein deutscher Ingenieur und so weiter und so fort. Das müssen wir ganz schnell ablegen. Und in den meisten Runden wird mir dann auch zugestimmt. Aber wenn man dann de facto mal in die operativen Gespräche reingeht, ist diese Überheblichkeit immer geblieben, und die ist vollkommen fehl am Platz. Es ist also eine ernstzunehmende Bedrohung für uns als Standort. Ich teile die Aussagen meiner Vorredner, dass wir natürlich nicht chancenlos sind, aber wir müssen wirklich höllisch aufpassen, dass uns da nicht die Butter vom Brot weitergenommen wird. Und auch das kommt so ein Stück weit aus der Historie. Wir waren ja extrem erfolgreich, gerade in der Automobilindustrie. Und das, wenn man mal in die Geschichte der Menschheit reinguckt und in die Industriegeschichte, ist das eigentlich immer Gift, wenn es so Umbrüche dann gibt. Wenn man in irgendwas super erfolgreich war, hält man relativ lange daran fest. Ja, und dann kommt ein anderer, der nichts zu verlieren hat. Und das sind wir in so einer Verteidigungshaltung. Und der andere setzt voll auf Angriff. Und ich glaube, auch dieser psychologische Moment, ja, spielt eher den Chinesen in die Karte. Da ist also eine große Anzahl an hungrigen Menschen, die durch Technologie etwas bewegen wollen. Und wenn ich das mal auf Deutschland übertrage, sind wir in einer Verteidigungshaltung. Wir sind die erste Generation, die eher denkt, ich könnte was verlieren. Also diese Aufbruchsstimmung der letzten 50 Jahre hat sich eher gedreht. Ich bin auf der Verliererstraße, muss mich verteidigen, muss meine persönlichen Ansprüche aber irgendwie sichern. Und man setzt eben dann nicht auf, ich gebe Vollstrom, Vollgas in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, diese Dynamik, die da in China herrscht, Zusammenspiel aus Wirtschaft und Staat, wäre zum Beispiel auch Themen wie Standardisierung. Ja, also in China wird erst in verschiedenen Regionen massenhaft ausprobiert, und dann guckt man, was funktioniert, und das ist dann ab dann der Standard. Ne? Wir gehen hin, neues Thema. Legen wir erstmal theoretischen Standard fest, überlegen uns, was alles schiefgehen kann, und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann legen wir einen Standard fest, bevor wir überhaupt genau wissen, wie es funktioniert. In etablierten Technologien sehr, sehr gut, wo wir einen hohen Stand haben. Wir haben ein Mega-Ökosystem in der Verbrennertechnologie, würde ich sagen, fast unschlagbar, ja, was wir uns da schlussendlich halt aufgebaut haben. Und da ist auch diese Spezialisierung und Aufgabenteilung hervorragend, fällt uns jetzt auf der anderen Seite ein Stück weit auf der Füße. Kann aber auch wieder ein Lösungsansatz sein. Wir haben eine unglaublich große Vielfalt und Spezialwissen im Maschinen- und Anlagenbau, um Prozesse nach vorne zu bringen. Daraus könnte man schöpfen. Auf der anderen Seite, wenn ich Zellproduktion zum Beispiel nehme, brauche ich große Generalunternehmer. Skaleneffekte passt nicht zu der Struktur, die wir im Maschinen- und Anlagenbau haben. Also da müssen wir Lösungen finden, insbesondere in der Kooperation. Und eine Zeit braucht das schlussendlich auch, bis sich das wieder neu einspielt. Und da müssen wir eben schauen, dass der Zug nicht abgefahren ist und wir die Kreativität, das Wort ist eben schon gefallen, die wir ja haben. Und ich glaube auch nach wie vor, dass wir eine hohe Kreativität in unserem freiheitlichen Denken schlussendlich haben. Es muss uns nur gelingen, das im wahrsten Sinne des Wortes auch auf die Straße zu bringen und da auch die Chancen zu sehen in den Diskussionen. Und da müssen wir deutlich schneller werden. Und das ist eine Gemeinschaftsaufgabe jedes Einzelnen,
Ja, wir gehen ständig auf die Straße, weil wir gegen irgendwas sind. Ist ja auch gut, dass wir demonstrieren dürfen. Aber ich glaube, da müssen wir auch gucken, wir müssen gewisse Risiken eingehen. Ja, und da wieder Fahrt aufnehmen und das Abschütteln, dass wir mal top waren und das bleibt für immer so, das ist halt mitnichten so. Das Spiel ist offen. Ja, im Augenblick führen, glaube ich, die anderen, ist meine persönliche Meinung, was insbesondere das Thema Elektromobilität angeht. Und da müssen wir umsteuern und wieder auf Angriff setzen und unsere Kreativität wirklich entfalten. Und das als Abschlussstatement nochmal, gerade in der Hochschullandschaft, die in den letzten Jahren gut angefüttert worden ist, müssen wir jetzt gucken, dass das, und das ist eben keine deutsche Stärke, dass daraus wirklich auch Wirtschaft wird, ne? Also wir sind sehr gut, bis hin zu dem IP-Generieren, Patente und so weiter. Und dann, wenn es ins Skalieren geht und neue Dinge umsetzen, ja, und da gibt es Vielzahl an Beispielen in der jüngsten Geschichte auch, angefangen vom Transrapid über zig andere. Es gibt immer Gründe, warum wir das jetzt in Deutschland nicht machen, aber wir müssen auch mal irgendwas wieder machen, ne? Also irgendwas müssen wir dann mal wieder nehmen, damit wir da wieder spitze sind. Also ich denke, ein sehr differenziertes Bild, chancenlos, nochmal sind wir nicht, aber die Bedrohung ist wirklich ernst zu nehmen und ich glaube auch ernst zu nehmen, als vor einiger Zeit hatten wir das gleiche Jahr mit Japan. Ja, wo wir auch gesagt haben, Toyota, Produktionssystem und so weiter, so der deutsche Automobilbau, ne, wie steht es damit? Das haben wir, glaube ich, ganz gut noch wieder hingekriegt. Ich denke, diesmal aufgrund der schieren Größe auch des chinesischen Marktes ist das eine anspruchsvollere Story, dass wir nicht zermalmt werden zwischen China und USA, da irgendwo in der Mitte. Und da müssen wir uns ganz schön auf die Hinterbeine stellen und auch wieder sehr stark leistungsbereit sein. Und auch das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die wir, glaube ich, führen müssen. Vielen Dank, soweit erstmal. Ich danke Ihnen, Herr Kampka. So, wir haben inzwischen tatsächlich schon ein paar Fragen reinbekommen. Mal schauen, womit wir anfangen. Ich würde vorschlagen, wir sagen tatsächlich, wenn wir so in der Verteidigungshaltung sind, Herr Kampka, Sie hatten es ja gerade erwähnt, dann kann man sagen, so, wir spüren ja so nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in Italien so ein gewisses Zögern, sich jetzt doch vom Verbrenner so schnell abzuwenden. Wie sehen Sie das in China? Werden die Deutschen da weiter noch Verbrenner künftig verkaufen können? Und ist das sinnvoll für die Deutschen, weiter Verbrenner zu produzieren? Wer von Ihnen ist derjenige, der am ehesten was dazu sagen will? Das ist nicht direkt eine motortechnische Frage, aber Herr Peters? Also ich würde es mal versuchen. Ich habe auch keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wie der chinesische Markt sich entwickelt. Aber was ich aktuell sehe, ist einerseits, dass die Chinesen den Verbrennungsmotor ganz klar weiterhin in ihren Technologie-Roadmaps drin haben. Das heißt, sie wollen selber da rein. Es gibt übrigens schon erste chinesische Hersteller, die jetzt über Spanien in den europäischen Markt gehen mit verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Also die wollen beides können. Und von daher sehe ich absolut keinen Grund, warum wir nicht auch weiterhin in China Verbrennungsmotoren in den Fahrzeugen verkaufen sollen. Ich glaube sogar, dass es im Luxusbereich, der für Deutschland extrem lukrativ ist, dafür wird auch sehr viel Forschung in den anderen Segmenten finanziert über die OEMs, es hoffentlich noch lange eine lukrative Nische gibt für die, ich sag mal, klassischen Fahrzeuge, die nach wie vor gefragt sind. Ich will nicht den Vergleich zum mechanischen Uhrwerk und Quarz ziehen, aber so ein bisschen ist das manchmal, ne? Das Hightech in China ist entweder volle Integration ins digitale Ökosystem mit riesigem Display oder eben das für uns schon fast klassische, dann eben ein Luxuswagen mit einem Achtzylinder. Vielen Dank. Zweite Frage, die wir bekommen haben, es geht auf die Rohstoffe. Herr Lux, Sie hatten ja eben schon mal was von integrierten Konzernen gesagt. Das würde mich nochmal interessieren. Zum einen genau, was unterscheidet diese integrierten Konzerne von dem, was wir in Europa haben? Und dann schließe ich dabei die Frage unseren Kolleginnen an, die nämlich gerade sagen, mit Blick auf diese Rohstoffe, wie steht man da eigentlich mit dem Recycling da? Wer hat denn da das Recycling beim Recycling die Nase vorn? Ist das eine Das ist eine spannende Frage, etwas zweigeteilt. Also für die Rohstoffe klassischerweise, wenn Sie ein Haus kaufen oder bauen, sichern Sie sich beim Baustoffhändler Ihre Preise ab. Und der Baustoffhändler trägt das Risiko, dass während Sie Ihr Haus bauen, die Baustoffpreise steigen oder fallen. Das probieren die
Automobilisten oder viele europäische Konzerne ähnlich zu handhaben. Chinesische OEMs haben hier einen anderen Ansatz. Die kaufen zum Beispiel 50% an einem australischen Minenprojekt, die anderen 50% gehören einem australischen Konzern. Da haben sie direkten Zugriff, sie erkennen die Erzeugerpreise, sie kennen die Profit Margins und verhandeln dann mit ihren eigenen Joint Venture zum Teil andere Preise, als wir sie auf der Weltmarktbörse in London sehen. Und das nicht nur bei Lithium, sondern auch bei vielen wichtigen anderen Rohstoffen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Indonesien. Indonesien hat sehr viel Nickelerz. Wir haben oft Nickelerz exportiert und natürlich gesagt, okay, wir wollen den ersten Schritt der Aufbereitung nach Indonesien holen. Was ist passiert? Viele chinesische Firmen sind nach Indonesien gekommen, haben dort mit indonesischen Finanzinvestoren Fabriken gebaut, die chinesisch kontrolliert indonesisches Erz für China aufreinigen und nach China schiffen. Das heißt, sie haben wirklich physikalisch und nicht nur am Papier Kontrolle über diese Lieferkette. Und das nämlich von Mine bis zum Ende der Autofabrik. Und das unterscheidet sich im Moment sehr stark von den Europäern und auch den Amerikanern. Und der zweite Teil der Frage war das Recycling. Recycling ist so, im Endeffekt, in Europa reden wir viel drüber, wir machen Technologieentwicklung. In China wird es zum Teil umgesetzt. Gibt jetzt das größte Recyclingwerk der Welt, meines Wissens nach, steht im Moment zwischen Shenzhen und Ningde. Und dort werden Batterien aller Art und Größe in einen großen Reaktor geschmissen. Es wird gemessen, was kommt raus. Dann noch ein bisschen nachgeschmissen, vielleicht hier noch ein paar Akkus von iPhones mit mehr Kobalt, dann wieder ein paar Akkus von einem E-Auto mit ein bisschen mehr Nickel und dass dann wieder eine Verbindung rauskommt, die man verwenden kann. Diese Rohmaterialien werden dann direkt an einen chinesischen Hersteller geliefert, der damit europäische Fabriken beliefert. Das machen die schon in einem relativ großen Maßstab, ist jetzt noch nicht Hochtechnologie, aber es läuft schon in einem gewissen Maßstab. In Europa haben wir auch schon einen Maßstab, aber der ist noch ein Faktor 10 kleiner. Und man muss auch sagen, und ich persönlich finde es etwas Gutes, wir haben noch einen sehr fragmentierten Technologiehorizont. Es gibt noch keine eine Technologie für Recycling. Und in Europa sind wir sehr gut darin. Die verschiedenen Routen mit verschiedenen Startups, auch zum Beispiel in Aachen, aber auch in Braunschweig, aber auch in der UK zu untersuchen und zu gehen. Ich glaube, die Chinesen sind, wie Professor Kampka es vorher schon gesagt hat, pragmatischer. Die haben hemdsärmelig das Recycling einfach schon einmal aufgebaut. Und wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase, was ist der richtige Prozess, der richtige Weg für das richtige Produkt. Ich glaube, beide Wege werden am Ende zum Ziel führen, aber in China kann man jetzt schon, zwar noch mit sehr viel Kobaltanteil, aber noch schon Batterien kaufen, die aus einer reinen Recyclinganlage stammen. Also das Kathodenmaterial natürlich zu einer reinen Recyclinganlage stammen. Kampka, da Sie schon erwähnt worden sind, hemdsärmelig. Ist das wirklich der einzige Grund, dass die chinesischen Ingenieure so viel schneller ihre Ideen in der Wirklichkeit, in der Herstellung finden, oder gibt es noch andere Sachen? Was Das macht ist nicht der einzige, das ist nicht der einzige Grund, ne, aber ein gewisser Pragmatismus, den habe ich da schon festgestellt. Ein anderer ist das Backup der Regierungsstellen. Wenn da was gewollt ist, wird es halt auch in dem entsprechenden Tempo gemacht, ne? Also Stichwort Bürokratie, die gibt es dann natürlich auch, aber eben weniger bei den Sachen, die durchgesetzt werden sollen. Dann bekommt man da eine Ausnahme und kann Geschwindigkeit aufnehmen. Ein anderer Punkt, der eben genannt worden ist, ist das Thema Skalen, ne, und Durchgängigkeit. Das heißt, es ist eine Industriepolitik, die ich in der globalen, in der funktionierenden globalen Welt eigentlich ja eher nicht haben will oder nicht brauche, aber in einer, wo ich protektionistisch arbeite, sich das natürlich voll ausspielt. Also dass auch der chinesische Staat, was zum Beispiel Rohstoffe in Afrika und so weiter eingeht, massiv seine Pfründe halt sichert, was wir als Deutschland nach meiner Kenntnis halt nur entweder ganz klein oder nur bedingt schlussendlich machen. Und es ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Dingen bis hin zu einer ganz klaren Strategie. Ja, es ist ja mitnichten so, es ist auch schon angeklungen, dass China jetzt gesagt hat, wir machen nur noch E-Mobilität, sondern zu einem Zeitpunkt, wo die Chinesen analysiert hatten, dass sie uns im Verbrenner nicht schlagen können so schnell, da haben sie
vollkommen auf das Thema Hochfahren, E-Mobilität gesetzt und sind voll reingegangen, aber ohne den Verbrenner zu verteufeln, sondern ne, was wir jetzt tun, oh, die machen das doch, ja, das war von Anfang an auch entsprechend so geplant, ist auch nachzulesen, dass sich das Zusammenspiel ergänzt. Ja? Und während wir uns hier schön zerfleischen, die Verbrennerleute sind böse oder die Verbrennerleute sagen, die Batterieleute sind böse, ja, und uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, um die wenigen Ressourcen, die es gibt, wird da eine stringente Strategie halt durchgezogen und umgesetzt. Ja, und wir diskutieren relativ viel, ne? Was dazu führt, dass wir ein Sammelsurium haben, was in einem schon funktionierenden Markt auch nicht schlimm ist. Ne? Das Beste setzt sich dann halt schlussendlich irgendwo durch. Aber wenn ich in einem Wettbewerb der Geschwindigkeiten schlussendlich bin, dann ist es halt schlussendlich auch erstmal ein Nachteil, dass man so eine lange Orientierungsphase sich nimmt. Wo dann noch hinzukommt, dass wir, auch das ist kurz schon gesagt worden, auch die Zulieferer alle verdienen im Augenblick nur Geld mit den Verbrennern und mit der E-Mobilität wird kein Geld verdient. Das heißt, wenn wir jetzt aus deutscher Wirtschaftssicht, und ich bin natürlich auf Seiten des Elektromobils und auch der Batterie, aber das andere zu schnell abstellen, haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, Geld fließen zu lassen in eben die Entwicklung des neuen Themas. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach mit ein bisschen mehr Sachlichkeit, ohne diese Aufgeregtheit schlussendlich drangehen, ja? Und konsequent dann schlussendlich nach vorne gehen. Schlussendlich entscheidet der Markt, bin ich von überzeugt, und E-Mobilität hat seinen Platz. Weltweit gesehen sehen wir ja auch nach wie vor Wachstumsraten von 20%. Das heißt, das jetzt wieder tot zu reden, ist halt Unfug. Ja, aber darin bewegen wir uns und deshalb haben wir so eine Auf- und Abspirale, die auch investitionsschädlich ist aus Sicht der Industrie. Dann wissen sie auch nicht, gerade auch die kleineren Mittelständler, was sollen die denn tun? Ne? Die wissen gar nicht, heute so, morgen so. Ja, und da brauche ich eine klare Strategie. Wir können nicht immer alles so machen, wie das in China ist, will ich auch gar nicht. Aber da ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Und last but not least, sowas wie die Innovationszonen oder Wirtschaftszonen, die es da in China gibt, war, glaube ich, ein hervorragendes Mittel, um im großen Stil Dinge auszuprobieren, während wir nur darüber diskutieren. Ne? Ist beim automatisierten Fahren so, das Beispiel kam ja gerade eben vom Kollegen, ist bei Batterie so. Und ich glaube, da müssen wir für Technologien, um wirklich zu wissen, worüber wir reden, die in bestimmten Bereichen im großen Stil wirklich mal umsetzen und danach ein Urteil fällen, ob irgendwas sinnvoll ist oder nicht. Wenn wir so Pilotphasen machen, machen wir es oft im Klein-Klein, bauen irgendwo drei Ladesäulen hin. Ja, so fing das ja an am Anfang, Berlin, drei Ladesäulen und nach einem Jahr, ja, drei Ladesäulen, ja, da lädt ja gar keiner dran, also funktioniert E-Mobilität nicht. Das ist natürlich lächerlich und eigentlich, glaube ich, sollte das auch jeder wissen. Da muss man mal 1.000 bauen und dann mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ja? Und volkswirtschaftlich in Summe gesehen, meiner Meinung nach haben wir dieses Geld halt auch. Ja? Wenn wir ein bisschen weniger Gießkanne, sondern konzentrieren würden auf verschiedene Themen und dann eben nochmal langanhaltend in Dinge auch investieren. Ja? Wenn wir jetzt die Forschungsförderung uns zum Beispiel mal anschauen oder auch die Förderung für Fahrzeuge, die quasi über Nacht und Nebel, über die Weihnachtsferien zu streichen oder zusammenzustreichen, das sorgt halt nicht dafür, dass ich eine Durchgängigkeit hinhabe und sich auch Talente in die richtige Richtung halt ausrichten. Und das macht China einfach besser. Die haben eine klare Strategie, diese durchziehen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Nicht alles kann man davon kopieren, aber ein Stück weit kann man sich davon auch mal was abschneiden. Vielen Dank. Sagen Sie, Strategie ist ja schon mal so eine interessante Sache. Wir sehen ja, die Europäische Union versucht, also wie so eine Art Ansatzpunkt für eine Strategie, uns jetzt die chinesischen Autos zu verteuern über Zölle. Jetzt ist keiner von Ihnen ein Ökonom, und das stimmt. Aber wenigstens zwei von Ihnen haben ja Erfahrung mit Herstellern und wissen, wie man so bei den Herstellern darüber denkt oder wie man Ingenieuren darüber denkt. Ich bin sicher, dass Sie dazu auch eigene Gedanken haben. Vielleicht, Herr Peters, ist das vielleicht eine Frage für Sie, zu sagen, bringt das irgendwas, lähmt denn jetzt so Strafzölle auf Autos, so den Innovationsdruck für Hersteller? Oder? Also ich weiß nicht, wie Hersteller darüber denken, aber ich bin wenigstens Wirtschaftsingenieur, also ein bisschen Ökonom war dabei. Ich bin da ganz klar aus der Schule, die sagt, das führt zu Gegenmaßnahmen, die dann wieder sanktioniert und wieder bestraft und hin und her und
Also so will ich nicht gewinnen und ich glaube, so wird auch niemand gewinnen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch. Die EU hat es sicherlich fundierter gemacht, als manche sich im Wahlkampf befindlichen US-Präsidentschaftskandidaten das ankündigen. Aber ich glaube trotzdem, wir sollten sehr, sehr vorsichtig damit sein und wirklich technologisch investieren, um hier vorne mit dabei zu sein. Alles andere verschafft uns bestenfalls Zeit. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass man sich gegenseitig aus den Märkten drängt. Und wir hätten komplett verloren, wenn die Chinesen, die aus meiner Sicht am längeren Hebel sitzen, uns zum Beispiel mit Verbrennungsmotoren, Besteuerung entgegen reagieren würden, dann wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer aussehen. Weil das ist, wie wir schon mehrfach gesagt haben, nach wie vor die Einkommensquelle für unsere forschungsintensiven Hersteller. Also nein, ich bin dagegen. Herr Lux? Ja, ich möchte auch gerne sekundieren. Also ich bin ein Professor für Wirtschaftschemie, also beschäftige mich exakt mit der Modellierung der Logistik, Wertströme. Und im Moment der große Unterschied zwischen EU und USA ist, so wie Professor Peters es gesagt hat, Maßnahmen ziehen Gegenmaßnahmen hinter sich. Und wenn das Gegenüber nicht glaubt, dass man bereit ist, all in zu gehen und seinen Markt komplett abzuschotten, hat man schon verloren. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den Ankündigungen in der USA und den Umsetzungen in den USA ist, dass dort über den IRA das Gefühl vermittelt wird, wir sind bereit, wir gehen all in. Entweder ihr seid dabei oder ihr seid draußen. Und das Gefühl habe ich persönlich bei den Ankündigungen, die wir jetzt in Europa haben, eher nicht. Und wenn man dann vielleicht noch guckt, was würde denn da aus China kommen, sind es ja auch viele Kleinfahrzeuge, die wir überhaupt nicht bauen, ne? Also aus europäischer Sicht, wenn ich mal zu den Franzosen oder sowas rübergehe, ist vielleicht wieder was anderes, aber aus deutscher Sicht sehe ich absolut keinen Mehrwert in dieser Aktion, ne? Das sehe ich auch so. Also ich sehe wirklich eher umgekehrt die große Gefahr. Man kann sich schon bei manchen unserer Volumenherstellern die Frage stellen, wenn die chinesischen Firmen den Marktgeschmack oder den Kundengeschmack gerade so gut treffen, wozu brauche ich diese dann noch? Also ich kann nur gewinnen, wenn ich wirklich eine ganz starke Marke habe, oder ein einzigartiges Kundenerlebnis biete. Also ich glaube, gerade für unsere Volumenhersteller wird der chinesische Markt als erstes sehr schwierig werden. Und wenn da die chinesische Regierung noch etwas nachhilft, dann könnte es ganz schnell wirklich eng werden. Von daher, ja, ich glaube, wir haben mehr zu verlieren als die Chinesen. Ja, vielen Dank für die Antworten. Wir haben mehrere Fragen, die sich rund um die Batteriefertigung drehen. Ich will das mal versuchen, einigermaßen zusammenzufassen. Grundsätzlich sieht es ja so aus, dass in der letzten Zeit eine Reihe von Ankündigungen kam, so wir bauen doch nicht und es verzögert sich und Investitionsentscheidungen wurden zurückgestellt. Ist das jetzt ein... Ist das jetzt ein Problem? Ist das normal? Ist das eine Chance für Europa? Was bedeutet das? Herr Lux, vielleicht ist das etwas für Sie. Also ich kann gerne kurz ausholen. Also die Entscheidungen sind ganz klar vom Markt getrieben. Im Moment, der E-Automarkt in Deutschland geht zurück. In Europa haben wir noch Wachstum, aber nicht mehr so stark wie die letzten Jahre. Und das Problem ist, gleichzeitig trifft der Aufbau der Kapazitäten in Europa auf eine Überkapazität in China. Das heißt, wenn Sie die Preisdiskussionen verfolgen oder Quotes aus China bekommen, sehen Sie, die Preise für Zellen aus China sinken. Die sinken zum Teil unter den Materialwert. Das heißt, die Produktion wird vermutlichermaßen subventioniert, ansonsten ist so ein Preis mit globalen Rohstoffpreisen nicht darstellbar. Und in diesem Spannungsfeld zwischen leicht sinkender Nachfrage am Markt, Überkapazitäten des weltweiten Spielers, wird es für europäische Hersteller oder Batterieprojekte in Europa, auch ausländischer Hersteller, sehr schwer, profitabel zu arbeiten. Und in diesem Spannungsfeld ist, und Professor Kampka hat es am Anfang sehr gut gesagt, der lange Atem notwendig. Das Problem ist, wir haben viele Projekte, die vielleicht nur auf 70, 80% Fundament stehen. Keine Kunden dahinter, noch keine großen Projekte dahinter. Die kommen jetzt ins Wackeln. Aber generell der Trend wird maximal verzögert. Aber wenn wir in Europa technologisch unabhängig sein wollen, werden wir die Batteriezellfabrik in Europa brauchen. Und wenn die
Legislative oder Regulatorik so weit kommt, wie sie kommen soll, werden die sich diese auch profitabel aufbauen lassen. Aber im Moment ist Adelle am Markt ganz klar vorhanden. Und wie könnte das aussehen? Wie könnte jetzt zum Beispiel Europa oder wie könnte jetzt in Deutschland die Politik den Aufbau europäischer Batteriefabriken womöglich auch mit europäischen Werkzeugmaschinen fördern? Auf alle Fälle, dass über die Defragmentierung des Maschinenbaumarktes. Also was wir heute sehen, ist, viele europäische Hersteller kaufen sich gesamte Fabriken mehr oder weniger in China zu. Und da haben die Chinesen natürlich eine unglaubliche Marktmacht, auch in diesen Projekten. Wenn, ich sage immer spaßeshalber zu meinen Studenten, wenn ein Taifun in der falschen Region in China an Land geht, boostet ganz Baden-Württemberg. Weil dann kriegen dort einige Firmen keine Batterien mehr, keine Maschinen mehr und dann ist da ganz tiefe Rezession, wenn der Taifun da an der falschen Stelle an Land geht. Und diese Fragmentierung, und genau, warum ist das so? Es kommen viele der Subteile aus China, komplette Anlagentechnik aus China, komplette Linien aus China, komplette Fabriken aus China. Und das muss man sagen, in Europa sind wir noch nicht zu 100% in der Lage, ein einzelnes Unternehmen zu finden, das eine ganze Fabrik baut. Es gibt sehr viele mittelständische Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind. Die haben super Geräte für einen Prozessschritt. Aber um wirklich wettbewerbsfähig Batteriefabriken in Europa zu bauen, bräuchte es eigentlich einen Generalunternehmer, der diese europäischen Technologien einsammelt, eine Art europäische Zellfertigungslinie baut und diese dann an die Firmen vertreibt. Und dieses Risiko ist im Moment keiner bereit einzugehen. Das Wobei das, heißt, ja, bitte. also finde ich, kann ich absolut unterschreiben, sehe ich ganz genauso. Was umso frustrierender ist, möchte ich fast sagen, weil wir einst ja in dem klassischen Bereich gab es ja diese Turnkey Solution Provider. Das hat ja gerade der schwäbische Mittelstand. Der größte von denen war dann der Generalunternehmer, der hat dann einem großen Autokonzern den gesamten Rohbau hingestellt mit den 20.000 einzelnen Komponenten drin. Ne? Das fehlt hier. Meine These wäre, weil niemand dieses Risiko tragen kann, was damit finanziell verbunden ist, wenn er nicht staatlich zum Beispiel entsprechend unterstützt wird, ist. Würden Sie die Einschätzung teilen? Ja, und das Problem ist in der heutigen Zeit, viele der Unternehmen sind börsennotiert, müssen jährlich einen Profit abwerfen. Und wenn du heute in Investition gehst, wenn du jetzt anfängst, die Technologie einzusammeln, gehst du 5, 6, 7, wenn nicht 8 Jahre in Vorleistung, brauchst Milliarden, also mindestens 2, eher 5 Milliarden, um wirklich die ganze Kette aufzubauen, bevor du dann vielleicht im Jahr 9 einen ersten kleinen Gewinn erzielst. Und wenn wir das ganz klassisch abzinsen, soweit Ökonom bin ich, wenn wir das ganz klassisch abzinsen, ist das dann ein schwerer Business Case. Heißt es dann, es ist tatsächlich eine gewisse Chance, wenn jetzt also nicht lauter, ich nehme an, dass Unternehmen wie Northvolt oder andere jetzt auch gesagt haben, so, wir kaufen Maschinerie, die wir brauchen, in China ein. Wenn die jetzt erstmal nicht bauen oder weniger bauen, dass es dann doch eine Chance gibt für europäische Hersteller da im Markt zu kommen, wenn man die jetzt in irgendeiner Form fördert, wenn man jetzt zum Beispiel so ein ja, Turnkey-Unternehmen fördert, was den Rest alles zusammenschmiedet. Herr Kamka, sehen Sie das auch so? Ja, grundsätzlich, aber es fehlt halt, also es sind ja ein paar Bausteine. Das ist der eine. Der andere ist aber schon Genehmigungsprozesse. Ne? Wenn ich in Deutschland eine Fabrik bauen will, ich habe ja dann auch die Umweltauflagen entsprechend. Ich muss die ganze Bevölkerung im Umkreis befragen, ob ich es bauen darf und so weiter und so fort. Und das ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Ja, und da müssen wir, diese Diskussion müssen wir einfach führen. Da können wir sagen, doch, wollen wir aber so haben. Gut. Dann hat das eine Konsequenz. Und die Konsequenz sehen wir gerade, ja. Und die Projekte sind ja zum Teilen abgekündigt worden aufgrund der Stückzahlen, zum Teilen aber auch, weil sie in die USA gehen, weil es da eben Subventionen gibt, ja. Und wenn ich eine Standortentscheidung treffe, ich bin prinzipiell lehne ich Subventionen, mag ich eigentlich nicht. Aber wenn man sieht, dass jetzt erstmal eine Industrie irgendwo massiv angesiedelt wird, dann sind die da erstmal die nächsten 20 Jahre, wie auch immer, und dann werden auch die Ersatzinvestitionen halt da getätigt.
Und man hat doch auffallen, dass was für Deutschland angekündigt war, entweder nach Osteuropa oder in die USA oder sonst wo hingeht. Und das liegt neben diesem Maschinen- und Anlagenbau-Thema, dem ich folge und was ich auch unterstütze, auch an den Rahmenbedingungen, die wir am Standort Deutschland im Augenblick haben. Und das müssen wir diskutieren und das müssen wir ändern. Oder es gibt halt diese Ansiedlungen nicht. Und da möchte ich nochmal, Simon Lux hat es eben gesagt, wenn wir keine Zellproduktion in Europa haben, das ist ja nicht nur für Automotive ein Thema. Wir brauchen ja Batterien in zig unterschiedlichen Branchen. Ja? Das heißt, Batterietechnologie ist eine Schlüsseltechnologie, ja, für die Zukunft. Ob wir in Summe Wertschöpfung in Europa, also da hängt ja super viel dran, haben oder nicht. Natürlich nicht nur, kann man jetzt sagen, es gibt auch eine andere. Ja, es gibt andere, aber es ist eine. Und es fängt schon an, ne? Chemie wandert massiv ab aufgrund der Rahmenbedingungen. Ja, da wird keine neue Investitionsentscheidung in Deutschland getroffen. Ja, Batterie ist das nächste. Und irgendwo müssen wir schon gucken, wo stützen wir. Und das ist Gemeinschaftsaufgabe und nicht nur der Unternehmen. Machen wir die Standort so attraktiv, dass eben hier investiert wird. Ja, und das ist, eins ist Maschinen- und Anlagenbau, eins ist die Rahmenbedingungen, die wir haben. Und klar muss die Industrie dann auch ihren Teil dazu tun. Ne? Also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde und nur auf dem Staat rumhacke, aber es ist halt ein Zusammenspiel aus dann unterschiedlichen Parteien. Ne? Wenn ich jetzt gerade daran denke, Sie sagen, die ganzen Prozesse sind so kompliziert in Europa. Wie hat das Tesla denn dann geschafft, so flott, quasi mit Deutschlandgeschwindigkeit, seine Fabrik dahin zu bekommen in Brandenburg? Ja, erstmal, weil es der Tesla ist, ne? Also ich habe das mit verfolgt. Auch Leute von mir waren damit in den Planungsprozessen drin. Das heißt, da ist anders vorgegangen worden, als wenn ich jetzt der deutsche Mittelständler wäre, der eine Fabrik bauen will. Das ist de facto so, ja. Da war eine andere Tension drauf. Und nochmal, es liegt nicht an den Gesetzen, die wir schlussendlich haben, sondern an der Auslegung und wie der Einzelne, der dann entscheidet und eine Genehmigung erteilt, wann und wie der die erteilt und wie er sie genehmigt. Ja, und das ist aus meiner Sicht so. Sehen aber jetzt ja auch, wenn das weitergeht und nicht mehr so die große Tension auf dem ersten sind, was ist dann diese Diskussion um Wasser und so weiter, die gibt es ja schon, ne? Jetzt auch an dem Tesla-Werk, ja, die wir da schlussendlich halt haben. Ne? Also Obacht da, was eine Verallgemeinerung halt ist. Es ist auch deshalb so schnell gegangen, weil die Intention da drauf waren. Ne? Und hier möchte ich ein konkretes Beispiel bringen. Ein Projekt in Europa muss die Fabrik, Anlagen, Abwasser etc. fertig geplant haben, bevor es eine Genehmigung bekommt. Ein Projekt in Nordamerika kann die Halle bauen, ohne dass sie weiß, welche Maschinen am Ende reinkommen. Das heißt, dort wird eine Halle gebaut und in der Zeit, wo die Halle gebaut wird, das ist jetzt eines der großen Projekte über den IRA, wird entschieden, welche Fertigungstechnologie reinkommt. Wenn Sie das in Deutschland probieren, bekommen Sie keine Baugenehmigung. Sie haben ja keinen Zweck für die Halle. Sie wissen halt, was Sie da brauchen. Und allein dadurch verlierst du 12, 14, 16 Monate im Prozess, wie du von einem Projektstart bis zu einer Produktion kommst. Eine weitere Frage, die wir hatten jetzt, nachdem wir schon so auf den Start in den Fokus genommen haben und von den Genehmigungsprozesse, war so, wir haben ja jetzt auch in Deutschland schon seit 2008 etwa Forschung an Batterien gefördert. Aber es fragt sich einer von unseren Kollegen, was ist denn jetzt, wo sind denn jetzt wirklich die Batterien, die wir damit gefördert haben? Warum sind die noch nicht auf dem Markt? Für wen ist diese Frage? Herr Kamka, wollen Sie das übernehmen? Ich kann mal, ich glaube, es ist für uns alle, Simon insbesondere, aber ich kann mal anfangen. Also wenn man mal guckt, wo wir standen, als die Förderung angefangen habe, ne, da war an Kompetenz in der Breite quasi nichts in Deutschland. Ne? Und das Erste, was wir gemacht haben, durch diese Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin, ist, dass wir Kompetenzen wieder aufgebaut haben und miteinander verflochten haben. Ne? Das war der erste Schritt und da ist Geld reingeflossen, auch gutes Geld, ja. Und entsprechend haben wir das zum Kompetenzaufbau genutzt und es ist tatsächlich im zweiten Schritt, finde ich, an vielen Stellen eben jetzt auch gelungen,
Technologieschritte aufzubauen. Ich mache ein Beispiel, Laser trocknen. Ja, wenn ich in das Trocknungsverfahren reingehe, wird normalerweise, nachdem ich beschichtet habe, konventionell mit Konvektion getrocknet, haben wir in Deutschland das Lasertrocknen erfunden, zusammen mit den Laserherstellern, was jetzt die Chinesen wieder schneller umsetzen als wir. Ne? Aber da ist das, das, was wir sagen, in der Forschungslandschaft sind, und das ist ein Beispiel, sind zig Punkte, ja, wo wir wirklich wieder führend mit dabei sind, in einzelnen Stücken, die wir jetzt schrittweise zusammensetzen. Und daran sieht man aus meiner Sicht, dass es eben funktioniert, da reinzugehen. Der nächste Schritt ist natürlich, dass es im Zusammenspiel mit der Industrie funktioniert, dass das in Wertschöpfung schlussendlich umgesetzt wird. Ja? Aber ich glaube, zu sagen, ist doch genug Geld und jetzt kriegt da keins mehr, dann hat man was angefangen. Ja, und bevor es zum Laufen kommt, wirkt man das wieder ab. Denn da, wo Forschung und dann Industrialisierung richtig funktioniert, ist, wenn ich das gesamte Ökosystem habe. Ne? Aber es ist zum Beispiel so, haben wir eben darüber geredet, dass Zellproduktion nennenswert in Deutschland noch nicht schlussendlich halt da ist. Ja? Wenn ich also jetzt sage, Industrie soll mal bezahlen, das ist aber noch nicht die Industrie da, die dann mit auch in diese Förderung und den Aufbau von Kapazitäten in der Hochschullandschaft halt reingeht. Habe ich, glaube ich, nur einen Teil schlussendlich betrachtet. Ja? Und dann nehmen wir uns die Summen auch nochmal zu Güte. Nochmal, ich bin total dankbar für das, was da gemacht worden ist. Aber setzen wir das mal in Verhältnis zu anderen Ländern, ist es jetzt auch nicht so, dass da überverhältnismäßig viel Geld reingeflossen ist. Im Verhältnis. Ja? So, und wir stehen im Wettbewerb. Und wir müssen uns mit dem weltweiten Wettbewerb, an dem müssen wir uns schlussendlich halt messen. Und in diesem Verhältnis bin ich sicher, dass nicht überproportional Geld in das Thema Batterieforschung und Entwicklung reingeflossen ist. Ne? Das heißt, wir müssen das weitermachen oder wir lassen das Pflänzchen wieder vertrocknen, was wir jetzt bis zum bestimmten Status haben wachsen lassen, es aber noch keine Früchte trägt. Ne? Ist wie mit einem Apfelbaum. Ein paar Jahre lang warten, bis der mal vernünftig trägt. Und so ist das leider vielleicht, aber ist nun mal so in dem Bereich halt auch. Und es gibt schon Ergebnisse. Ja, es gibt nicht den großen Durchbruch, das Wunder ist halt nicht passiert, das gibt es aber auch relativ selten. Lassen Sie es doch mal so langsam in die Schlussrunde einbiegen. Was würde mir, weil wir kommen schon, wir sind dicht vor dem Ende und wir schaffen es nicht, alle Fragen zu beantworten. Aber eine Sache wäre mir doch noch wichtig, pardon, Herr Peters. Was würde denn jetzt wirklich helfen, sage ich mal, den Herstellern und der Forschung, der Entwicklung, wirklich mit der chinesischen Forschung und Entwicklung gleichzuziehen oder diesen Trend, dass die davonlaufen, einfach entgegenzusteuern? Herr Peter, vielleicht möchten Sie da einfach aus Ihrer Meinung nach, was soll man da machen? Also, nächstes Mal hat Achim Kamper gerade aus meiner Sicht genau das Richtige gesagt. Ich würde noch ergänzen. Jetzt sind wir, glaube ich, Apfelbaum ist das gute Stichwort. Jetzt brauchen wir nicht mehr die Gießkanne, sondern jetzt müssen wir nur noch diesen Baum gießen. Also, ich will jetzt niemanden ausschließen, aber es gibt jetzt Cluster, es gibt Leuchttürme, die sind da richtig gut und die muss ich jetzt hegen und pflegen und nicht zu breit mit der Gießkanne. Das ist immer so der deutsche Ansatz, dass auch jedes Bundesland und jede Kommune genug Steuergelder irgendwie wieder zurückkriegt. Das ist aus meiner Sicht an der Stelle gefährlich. Ich würde aber auch die Industrie stärker in die Pflicht nehmen. Ich glaube, wir brauchen wieder deutlich mehr industrielle Konzernforschung. Das war in den 90ern mal modern und dann hat man das irgendwie sein lassen. Auch Bill Gates hat mal gesagt, in den USA wäre auch die Zeiten der Corporate Research wäre vorbei. Aber gucken wir uns eine Firma wie Alphabet an. Die investieren Milliarden in in lässiges Wellen- und Forschungsbetrieb. Das ist noch kein, die machen kein, das ist kein Business, noch nicht. Die investieren Milliarden in diese Technologie. Das macht eine einzelne Firma. Die benehmen sich wie eine große Universität. Also ich glaube, unsere Konzerne, unsere Autohersteller vor allem, aber auch die großen Systemlieferanten müssen selbst mehr in Forschung investieren. Das sage ich jetzt als Hochschulprofessor, ich grabe mir gerade mein eigenes Wasser ab, aber ich glaube, die Unternehmen sind auch da etwas zu bequem geworden und warten, bis es ein Startup irgendwo erfunden hat. Nein, sie müssen auch selber Grundlagenforschung machen. Und wenn Sie in die Bilanzen gucken, F und E ist bei den meisten Firmen, die ich kenne, halt das E ganz, 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 ganz groß und das F extrem schmal heute. Und das muss sich, glaube ich, eben da etwas ändern. Herr Lux, wie sehen Sie das? Brauchen wir so eine Art europäischen Airbus für Batterieherstellung? Oder was ist aus Ihrer Sicht dasjenige, was tatsächlich hilft, dass wir uns die Chinesen nicht davon galoppieren? Also ich glaube, ich würde mir hier keine Aussage zutrauen. Aber ich glaube, die Aussage, die ich mit Zutrauen getreffe, ist auf einem unfairen Markt.
muss man darüber nachdenken, wie man das Spielfeld wieder ausgleicht. Im Moment laufen wir in Europa einem unfairen Markt hinterher. Wir haben auf der anderen Seite den IRA, der uns Projekte aus Europa kostet, der uns Fachkräfte aus Europa kostet. Und auf der anderen Seite haben wir das Preisniveau aus China, das einfach auch Projekte kostet, weil dann die Margen wegbrechen, die Projekte in Europa rentabel machen. Und wenn man das beides anschaut, ist das beides im Moment nicht in einen klassischen fairen kapitalistischen Weltmarkt eingebettet. Und hier ist die Frage, wie man das Spielfeld ausgleichen. Ob das jetzt europäischer Airbus ist, der Zelllinien nach Schema XY hinstellen kann, oder ob das ein Accelerator ist, der schneller europäische Technologien in die Fabriken bringt. Sie haben selber die Chance genannt, die Projekte werden langsamer. Vielleicht kommen wir mit einer energieeffizienten, skalierbaren Technologie noch rein in die Projekte, die jetzt stehen. Aber das ist jetzt eigentlich der Scheidepunkt. Wenn wir jetzt die zweite Welle an Fabriken in Europa nicht europäisieren, das ist ein schlechtes Wort, aber nicht europäisieren, dann ist vielleicht der Zug wirklich langsam aus dem Bahnhof raus. Sie. Herr Kampka, an Sie nochmal zum Schluss ähnliche Frage. Sie haben aber schon eine Sache immer wieder skizziert. Das ist die Idee mit den Innovationszonen. Aber ich kann mir nicht so richtig was vorstellen. Vielleicht würden Sie sagen, so ist das etwas aus Ihrer Sicht, was helfen kann? Wie würde sowas aussehen? Also eine Innovationszone ist jetzt nicht für eine einzelne Technologie die Lösung, ne? Also wir machen eine Innovationszone und dann läuft das mit der Batterie. Das ist mit Sicherheit nicht so. Was damit gemeint ist, dass wir Bereiche haben, in denen größere Freiräume haben, sogenannte Innovationsbundle quasi umzusetzen und dafür zu sorgen, dass man sieht, ob das Ganze funktioniert oder schlussendlich nicht. Also im größeren Stil Bereiche, also geografische Bereiche zu haben, wo ich die Möglichkeit habe, schneller Dinge umzusetzen, wo ich mehr Freiheitsgrade mit einer Sondergenehmigung, die aber nicht 3 Jahre dauert, sondern schnell geht, im großen Stil halt umzusetzen und dann zu überprüfen, ob das Ganze funktioniert, ja, und einen Markt hat oder nicht, in dem eben die Bevölkerung, die in diesem Bereich halt lebt, es dann entweder kauft oder benutzt, ja. Und ich glaube, wir diskutieren viele Sachen, ohne dass wir genau wissen, wie sie funktionieren, tot, ja, bevor wir sie wirklich im großen Stil ausprobiert haben. Und dafür wäre eine Innovationszone da. Ich würde da sofort hinziehen, kann man ja freiwillig, ich meine, wir haben das Braunkohletageloch hier in meiner Ecke. Da kann man neue Siedlungen hochziehen und wenn man das dann darf, muss da keiner wohnen, der Angst vor Innovation hat. Ja, ich ziehe da hin, ich bin mir sicher, ich finde ganz viele, die da mit hinziehen, also nicht nur zum Arbeiten, sondern zum Leben. Und da packen wir dann mal alles, was an Technologie geht, wirtschaftlich schlussendlich halt rein. Dann ist das eine Spielwiese für auch Unternehmen, da ihre Dinge auszuprobieren, zu zeigen und mit Technologie Probleme zu lösen. Und wir brauchen diese Technologiebegeisterung. Das ist das, wo ich sicher bin. Und eben nicht, Technologie ist das Problem. Das war vielleicht vor ein paar hundert Jahren so, dann hätten wir gar nicht anfangen sollen. Dann könnten wir es jetzt vielleicht ohne Technologie lösen. Aber jetzt haben wir nun mal den Zustand, den wir haben. Und da zu denken, ich kann es ohne Technologie zu lösen, ist Unfug, grober Unfug. Und wir müssen technologiebegeistert sein und wir müssen die Ersten sein, die Dinge im großen Stil halt umsetzen. Und das meine ich mit Innovationszone. Also erlauben, Freiraum geben, schnell genehmigen. Und das ist ein Risiko, aber ich wäre bereit, das Risiko mit meiner Familie zum Beispiel einzugehen. Und ich bin mir sicher, wir finden genug. Und das ist das, was ich mir da vorstelle und wünschen würde. Und dann wären wir ganz vorne wieder mit dabei, bin ich mir sicher. Vielen Dank an Sie drei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Zeit ist nun vorbei. Leider. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Danke auch an Steven Peters, an Simon Lux und Achim Kamka für Ihre Zeit und Ihre Ideen. Und nicht zuletzt danke an unsere Kolleginnen und Kollegen hier im Science Media Center, die im Hintergrund die Fäden gezogen und dafür gesorgt haben, dass alles funktioniert. Ein Mitschnitt dieses Pressbriefings ist, wie vorhin schon gesagt, in Kürze unter dem Link zu finden, den wir in der Einladung verschickt haben. Da finden Sie dann auch ein vorläufiges Transkript. Das Redigierte kommt morgen im Laufe des Vormittags. Bleibt mir nur noch, mich von Ihnen allen zu verabschieden. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke.